Hallo zusammen. Wie manche es über Instagram mitgekriegt haben, ich habe was kaputt gemacht. Und zwar mein Sattel. Wie man sieht, der hängt auf Pick 7. Und zwar habe ich in Bad Wildbad einen kleinen Sturz gehabt, wo ich mit meinem Bauch hinterm Sattel war, dann in den Baum eingeschlagen bin und ich quasi mit meinem Bauch den Sattel etwas zerstört habe. Er ist sogar hier auf der Sattelschiene ganz nach vorne gerutscht, also hier bis Anschlag. Der war normalerweise hier mittig zwischen den zwei Max-Markierungen montiert und der hat sich da auch komplett nach vorne geschoben. So wie dass sich das Gestell verbogen hat und eigentlich war der noch hier vorne ausgehängt, das habe ich aber auf der Strecke wieder gerichtet. Ja, ich blende einfach mal kurz ein Video ein von dem Sturz. Ich hatte ja die GoPro mit. Des Weiteren habe ich ausprobiert den Huck Norris als Durchschlagschutz. Ich habe den danke Ricardo und Leo, dass ich ihn bekommen habe. Hinten habe ich die Downhill-Version vom Leo bekommen für den Hinterreifen. Vorne habe ich die normale Version drin gehabt. Habe ich vom Ricardo bekommen. Insgesamt bin ich jetzt nicht so zufrieden. Aber ich baue den erstmal aus und dann geht's weiter. So, alle die den Huck Norris nicht kennen, so sieht der Spaß aus. Wird so mit einem Klett zusammen gemacht. Das ist hier so ein, wie soll man das nennen, hier so ein, wie eine Isomatte, nur härter. Es gibt bestimmt so Isomatten, die man so ein Zelt ganz unten reinlegt als Grundmatte. Gibt es bestimmt in dem Material, was auch so hart ist. Also so sieht das aus. Das sitzt dann halt so im Reifen. Also der Reifen sitzt außen rum. Und was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, auch als ich mit Leos Enduro gefahren bin, der hat auch Huck Norris vorne drin gehabt. Das ist mir jetzt hier auch aufgefallen. Und zwar dadurch, dass das hier so drin sitzt im Reifen, kann der Reifen gar nicht mehr so richtig arbeiten, weil das den zu stark versteift. Das ist mir bei dem Cashcore übrigens auch aufgefallen, weshalb ich den nicht mehr fahre. Das versteift den Reifen so und dann gerade in diesen Situationen, wo man jetzt die Seitenstollen braucht, können die nicht richtig arbeiten und dann rutscht das einfach und das fängt sich auch so schnell nicht mehr. Das ist mir jetzt irgendwie so beim Huck Norris aufgefallen, weil ich jetzt in Wildbad irgendwie schon manchmal so komisch weggerutscht bin mit dem Vorderrad und das einfach nicht aufgehört hat. Also es fängt sich kaum wieder richtig und das ist mir nämlich bei dem Cashcore auch aufgefallen. Zum anderen ist mir auch beim Cashcore aufgefallen, ich bin den mit Reifen gefahren, wo man wenig Luft fahren muss, damit die richtig Grip aufbauen. Das heißt, ich bin vorne so 1 Bar gefahren am Enduro und hinten 1,5 Bar. Und wenn man jetzt mit einem Bar in die Kurve ein bisschen reinpusht, dadurch, dass der Cashcore ja so breit ist, ich nehme jetzt einfach mal das als Beispiel, dadurch, dass der Cashcore so breit ist, der sitzt ja direkt auf der Felge und hier über die Felge drüber guckt, wenn man jetzt in die Kurve fährt und hier der Boden ist, warte mal andersrum, wenn wir jetzt eine Kurve fahren und hier, das ist der Boden, nehmen wir jetzt mal an, und wir pushen jetzt hier rein und der walkt sich bis komplett auf den Cashcore durch, dann will der sich hier gerade drücken. Das heißt, wenn wir jetzt, also mir ist das aufgefallen, wenn man jetzt eine Kurve fährt und reinpusht, will sich das Fahrrad wieder gerade drücken. Aber du willst das Fahrrad ja in die Kurve legen. Ja, und dann ist das schnell. Dann gibt es halt immer so eine Gegenkraft gegen dein Wollen in die Kurve. Gibt es dann immer die Gegenkraft und dann kriegst du die Kurve nicht so richtig hin. Oder du hast immer so eine negative Kraft. Da musst du dann mit noch mehr Druck dann arbeiten. Fand ich jetzt kontraproduktiv und außerdem wiegt das Ding 300 Gramm pro Reifen, was auch schon ziemlich krass ist und die Montage ist halt nicht so ganz so
Es gibt ja auch immer die Aussage, so lange bin ich den gar nicht gefahren, so oft habe ich gar nicht ummontiert. Die Aussage, dass man den gar nicht so oft die Reifen wechseln kann, weil der Crashcore sonst kaputt geht. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich den gar nicht so oft gewechselt habe. Und das hatte ich mit dem Procore, was ich direkt danach gefahren bin, nicht, weil, ich hole ihn gerade mal, der hat ja diesen Reifen hier innen drin und der Reifen, der ist kaum breiter als die Felge. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Kurve fahren, haben wir nicht dieses Plateau von dem Cashcore, der das dann beim Pushen wieder gerade drückt, sondern wir haben eine runde Auflage. Das heißt auch, dass die Seitenwände hier von dem Procore, die Seitenwände auch gar nicht die Seitenwände von dem Außenreifen berühren, sondern erst, wenn man halt richtig in die Kurven fährt, aber der kann halt arbeiten. Man merkt da halt keinen negativen Einfluss beim Fahren. Das Einzige, was man merkt, das merkt man aber beim Cashcore auch, ein bisschen extremer sogar noch, wenn man wenig Luft fährt und so über Steine fährt, merkt man stark, wie der Reifen sich auf das, auf den Innenkern durchdrückt. Man merkt dann so einen Widerstand nochmal. Das merkt man bei dem Procore, je nach Luftdruck mehr oder weniger. Ich bin mit 5 Bar innen drin gefahren. Da merkt man es, mit 6 Bar wird man es mehr merken, mit 4 Bar weniger, aber dann wird auch der Durchschlagschutz geringer. Wiegt auch nur 200 Gramm bei 27,5, also schon mal 100 Gramm weniger pro Rad als der Cashcore. Procore hat dafür den Nachteil, dass er halt nicht so super breit ist, das heißt, wenn man jetzt hier nur an der Ecke durchschlägt, dann kann sich das schon ein bisschen dazwischen mogeln, sage ich mal, weil der dann hier nur innen drin streift, den Procore, also den Kern, hier so ein bisschen zur Seite wegdrückt und dann der Stein trotzdem auf das Felgenhorn kommt. Das könnte natürlich passieren, das ist halt ein Nachteil von diesen runden Insets, also die rund sind und der ist ja kaum breiter als die Felge, deswegen kann das passieren. Allerdings hatte ich noch nie einen Platten mit dem Schlauch innen drin von dem Procore. Also ich bin ja in Winterberg einmal bei dem Steinfeld, habe ich so Lines ausprobiert, dachte, komm, ich habe Procore, ich knall mal durch. Hat es einmal richtig durchgeschlagen, sodass die Felge auch übel verbogen war. Aber alles war noch ganz, also ich hatte keinen Platten innen drin, weil einfach dadurch, dass es, wie gesagt, wieder nicht breiter als die Felge ist, kann der sich einfach in die Felge reinlegen und dann stehen die Felgenhörner höher, als sich der Reifen, der Innenreifen da rein komprimiert hat. Dann kommt es gar nicht zum Snakebite, weil die Felge einfach zu breit ist für den Innenreifen. Bei Procore stört mich das, dass du halt immer jetzt 2 Luftdrücke nachpumpen musst. Man kennt das ja, man will fahren, muss erstmal gucken, hinten vorne Luftdruck. Meistens muss man ja aufpumpen, weil das verliert ja immer ein bisschen Luft. Bei Schlauch und bei Tubeless genauso. Und bei dem Procore muss man jetzt natürlich auch immer noch den Innenkern zusätzlich aufpumpen. Weil gerade wenn der jetzt auf 5 Bar, wie bei mir, aufgepumpt ist, da ist natürlich der Druckverlust größer. Deswegen muss man da auf jeden Fall immer vor der Fahrt aufpumpen. Also wenn man jetzt von einem auf den anderen Tag fährt, dann nicht. Aber wenn man jetzt, sage ich mal eine Woche nicht fährt, dann muss man es auf jeden Fall aufpumpen. Das ist so einer der Sachen, die mich beim Procore ein bisschen, ich sag mal, nerven. Und natürlich, ja, Gewicht ist immer so die Frage, weil 400 Gramm insgesamt gegen nicht so schnell kaputtende Felgen ist halt auch immer so eine Sache. Aber kommen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dem Huck Norris. Ich habe mich übrigens eben vertan. Ich habe hinten die normale Version vom Ricardo gehabt, weil ich den einfach als erstes bekommen habe und dann habe ich vom Leo nochmal eine Down-Version bekommen, die habe ich schon vorne reingemacht, weil ich hinten nicht wieder ausbauen wollte. Man sieht schon, unten ist die normale, oben ist die Down-Version. Man sieht schon, dass es etwas dicker ist. Aber beim Ausbau ist mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen, dass deutlich weniger Tubeless-Milch drin ist
Einfach weil jetzt hier außen ganz viel drauf ist und das Schaumstoff saugt auch ein bisschen was auf. Dazu habe ich aber noch einen anderen Test. Natürlich auch immer ein Nachteil, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt irgendwo unterwegs und fährt sich einen Platten, weil die Felge jetzt übel verdellt ist oder der Reifen so einen übelsten Schlitz hat, den man auch mit diesem Max-Salami nicht mehr dicht kriegt. Dann muss man natürlich, wenn man sich einen Schlauch reinmachen will, auch irgendwo den Huck Norris oder so irgendwo hin tun. Und dann muss man den halt ausbauen, dann hat man den ganzen Siff irgendwo im Rucksack. Vielleicht legt man sich einfach so einen Müllbeutel schon mal in den Rucksack, wo man den dann reintun kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier ist eine Delle. Eine kleine. Hier ist eine Delle. Die war auf jeden Fall vorher noch nicht drin. Hier ist eine kleine Delle. Eine von den größeren war auf jeden Fall drin. Das weiß ich. Ich weiß auch welche, ich muss sie noch finden. Ja, hier ist auch wieder eine Delle. Also von diesen kleineren waren zwei Dellen drin und von den größeren war eine drin. Also hier ist wieder eine fiese, wie man sieht. Ja, also wie gesagt, eine von den etwas größeren Dellen war drin, zwei kleine waren drin. Jetzt sind nochmal zwei kleine dazugekommen und eine von den größeren ist dazugekommen. Ja. Also würde ich sagen, wenig gebracht. Klar, man weiß nicht, wie es ohne Huck Norris jetzt die Dellen gewesen wären. Aber ich mache mir kein Insert rein, wenn es dann... Wenn ich dann trotzdem so leicht, sage ich mal, wieder Dellen bekomme. Ich meine, ich bin einmal Bikepark gefahren und habe gerade drei Dellen hinten reingezimmert. Vorne habe ich eine Delle gezimmert. So, wir kommen jetzt hier mal zu meiner Brotdose. Und zwar habe ich ein Stück neues Huck Norris, unbenutzt. Und ein Stück von dem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, FCFK Flats. Eigentlich wird es ja anders ausgesprochen. Zum Vergleich hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt, der ist etwas breiter und etwas dicker und der Schaum ist auch deutlich feiner. Ja, der ist am Anfang erstmal ein bisschen weicher, aber man kriegt es trotzdem nicht ganz durchgedrückt. Und insgesamt, dadurch, dass er halt dann dicker ist, ist der auch, kriege ich das weniger weit durchgedrückt als beim Huck Norris. Das ist übrigens schon die Downhill-Version vom Huck Norris. Das ist der normale FCFK-Flats. Ich glaube, da gibt es auch nur einen. Den Huck Norris, den kann man ja, dadurch, dass er halt gerade drin liegt, können die zwei Reifenwände den ja kaum zusammen komprimieren. Und ich hoffe, dass der einfach, dadurch, dass er gekrümmt im Reifen ist, dass der dann trotzdem das Arbeiten zulässt und den Reifen nicht zu stark versteift. Den Felgenschutz werde ich mir auch mal besorgen und den auch mal testen. Davor werde ich aber noch mal was anderes probieren. So, auf jeden Fall habe ich zwei von den Stückern genommen, die auf die gleiche Länge gebracht. Hab die mal, das ist jetzt schon seit 1,5 Wochen, hier in Tubeless-Milch eingelegt. Ich habe 100 ml Tubeless-Milch reingenommen. Deckel drauf natürlich, damit es nicht direkt eintrocknet. Im Reifen ist ja auch ein Deckel drauf und ich habe sie vorher gewogen. Da haben wir es. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Huck Norris 4 Gramm und FCFK Flats 6 Gramm. So, der FCFK Flats ist auf die gleiche Länge 2 Gramm schwerer. Der ist auch angegeben. Ich meine, der Huck Norris ist mit 60 Gramm angegeben. Neuzustand 29 und der FCFK Flats, glaube ich, mit 104 Gramm.
Wir haben vom Richie den gemessen, der war irgendwie mit paar 90 Gramm als 27,5 dann, also mit dem abgeschnittenen Stück. So, auf jeden Fall ist das jetzt seit über 1,5 Wochen da drin. Dann nehme ich das mal da raus. Fangen wir mal mit dem Huck Norris an. Nebenbei, das ist die E13 Tubeless Milch. Die fahre ich hinten am Demo und am Enduro bin ich hinten und vorne gefahren. Zum Schluss, als ich die bekommen hatte mit den E13 Reifen, habe ich auch gerade die Milch reingemacht. Ich hatte bisher ein Loch, das war, die geben ja an, hier ist ja so ein Beutelchen, bis 4 mm Löcher wird es dicht machen. Ich weiß nicht, wie groß das Loch war, ist es auf jeden Fall nicht dicht geworden. Und ich musste so eine Salami reinmachen. Es war aber jetzt auch kein kleines Loch. Aber so eine Max-Salami kann ich auf jeden Fall empfehlen, immer mitzunehmen. Bringt schon sau viel, weil vor allem, man muss noch nicht mehr den Reifen abmachen. Das heißt, man kann das Laufrad einfach montiert lassen, stopft die Salami da rein, pumpt es auf, dreht ein bisschen, den Rest macht die Tubeless-Milch. So war es zumindest bei mir. Klar, wenn man Pech hat, funktioniert es nicht. Wiegen wir den mal. Ob da überhaupt ein Unterschied ist. Na doch. Wir haben jetzt 6 Gramm. Das heißt, er hat hier schon 2 Gramm mehr Gewicht. Das entspricht 50% mehr Gewicht dazu. Wenn er jetzt neu ist und der 60 Gramm wiegt, mit dem ins Laufrad reinmachen, nach 1,5 Wochen hat er in der Theorie dann ja schon 50% Aufschlag. Das heißt, 90 Gramm wiegt er dann schon. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob der jetzt vollgesogen ist. Irgendwann wird das ja noch mehr. Das ist halt wie so ein SpongeBob. So, gucken wir bei dem mal. Na, springt sogar zwischen 6 und 7. Nach weiteren 1,5 Wochen vielleicht schon, würde der Huck Norris vom Gewicht den SCFK Flats überholen. Das heißt, im Endeffekt dann wird der Huck Norris schwerer werden. Der Huck Norris hat vorher 4 Gramm gewogen, wiegt jetzt 6 Gramm, das heißt 50% Gewichtszunahme. Also die Hälfte von dem, was er wiegt, hat er jetzt an Tubeless-Milch nach 1,5 Wochen dazu gewonnen. Der FCFK Flats auf die gleiche Länge, ich zeig's nochmal, gleiche Länge, hat 6 Gramm gewogen, wiegt jetzt 7 Gramm. Das ist 1 Gramm, das sind 16,7% etwa. Sattel brauche ich jetzt auf jeden Fall nochmal 9. Und zum Abschluss gibt es einfach nochmal das Video in der Special Remix Version. Bis dann, tschüss.